Ja, moin zusammen und willkommen an diesem recht merkwürdigen Tag zu einem neuen Review meinerseits. Warum merkwürdig, kann ich euch erzählen, denn ich habe heute auf dem Rückweg nach der Uni Richtung nach Hause einen Menschen, glaube ich, an der Ampel getroffen, den ich vor vielen Jahren aus den Augen verloren habe. Sehr schade, denn der ist mir tatsächlich recht stark ans Herz gewachsen. Und ich weiß nicht, ich war mir nicht sicher, ob er das war, aber war schon ganz spannend, mal wieder darüber nachzudenken. Nun ja, sei es drum, wir schauen uns heute den neuen iPod Nano an. Warum den iPod Nano und nicht den iPod Touch? Werden jetzt sicherlich einige von euch aufschreien und sagen, hä? Das finde ich scheiße. Nein, das hat ja auch einen Grund, denn meiner Meinung nach hat der iPod Touch, der neue, nicht so die interessante Entwicklung durchgemacht wie der iPod Nano, meiner Meinung nach. Ja, denn ich finde, der iPod Touch, der neue, ist tatsächlich einfach nur ein iPhone 5 mit ohne Telefon und mit ohne mobiles Internet. Inklusive diesem komischen Knopf, auf den man drücken kann und dann kommt da so ein kleiner Henkel raus, wo man einen Straps und so ein Band anhängen kann, um es dann beim Fotografieren unterwegs, weiß ich nicht, sicherer zu befestigen am Handgelenk. So ein bisschen Wii Remote Handschlaufe. Finde ich irgendwie ulkig. Aber na gut, sei es drum, wie es halt ist. Deswegen dachte ich mir, schauen wir uns doch mal den neuen iPod Nano etwas genauer an. Und ja, starten wir direkt ein. Was sehen wir? Von außen ganz klassisch eine iPod Nano Verpackung, man sieht sofort das Gerät, super, und es liegt in Pink vor mir. Warum Pink? Fragt lieber nicht, ist nun mal so. Oberseite Apfellogo, rechte Seite iPod Nano, Unterseite ganz viel Blabla, 16 GB und hier nochmal iPod Nano Schriftzug und hier sind wir wieder oben beim Apfellogo. Rückseite, 16 GB, das was dazugehört, Kopfhörer, das Lightning auf USB-Kabel und ein bisschen Blabla, was sich sowieso keine Sau durchliest. Dann machen wir die Kiste mal auf. So, klack, klack, klack. Den erstmal beiseite und schauen wir mal, was noch so in der Packung zu finden ist. Design bei Apple in California. Der klassische Spruch, aber trotzdem assembled bei Foxconn im China-Land. Dann haben wir, also zusammengebaut in Fernost, dann haben wir wieder ein bisschen Klopapier mit unwesentlichen Infos, die sowieso jeder kennt, der sich so ein Produkt kauft. Dann das Lightning auf USB-Kabel und die neuen EarPods sind auch mit dabei. Und was sehen wir an dieser Stelle? Ganz genau, es ist kein Netzteil in dem Sinne mitgeliefert, also dass man das Teil in die Wand stecken könnte zum Aufladen, ist nichts dabei. Ist, glaube ich, schon sowieso ein bekanntes bzw. ein älteres Problem bei diversen iPod-Modellen, dass da kein Netzteil mehr beiliegt. Was ich persönlich ziemlich scheiße finde, auf gut Deutsch. Viele aber gar nicht interessiert, weil ich meine, Hand aufs Herz, viele haben so oder so ein Apple-Produkt oder ein ähnliches Produkt mit einem USB-Wandstecker. Von daher wird hier auch wahrscheinlich so gedacht und gesagt, ach, scheiß drauf, legen wir nichts bei, macht die Packung kleiner, machen das Ganze billiger und die können sich ja selbst drum kümmern, die Leute, wie ihr Gerät aufladen, sei es auch, wenn es einfach nur ein PC ist. Nun denn, weil das Teil ja so oder so an PC muss, um die Daten zu übertragen, was ja zum Beispiel beim iPhone nicht unbedingt der Fall wäre oder bei einem iPad. Das ist also die Lösung des Problems und ich trinke gerade nebenbei lecker Kaffee, deswegen glüttert es hier ein bisschen. Und wir packen die Packung beiseite und gehen weiter zum Gerät an sich. Diesmal neu, im Gegensatz zu den Nano-Modellen davor, diese Plastikeinlage muss einfach gebogen werden. Aber was heißt einfach? Es kann auch hier ganz schön in die Hose gehen, ehrlich gesagt. Denn ich hatte auch mal einen gesehen, der gerade hierbei sich schon den iPod, also beim Auspacken, kräftig zerschrammt hat und sich eine Ecke dabei, eine Ecke ins Jenseits befördert hat, eine Ecke abgebrochen hat. So, das wollte ich sagen. Ich weiß nicht, ich bin heute ganz platt. Egal. Wir versuchen also, den iPod Nano hier mal aus der Halterung zu bekommen. Das heißt, laut Bild hier auf der Rückseite, da soll es einfach geknickt werden und, oh, der iPod fällt raus. Ist das nicht schön? Verpackung, Design at its best, par excellence. Gibt nichts Schöneres. Und jetzt versuchen wir, sollen wir dann Packung reinzustecken. So. Und dann ziehen wir auch mal ganz obligatorisch wieder ein Kleberchen ab. So. Und da haben wir unseren iPod. Wie gesagt, pink und wir schauen uns mal im Detail an, wie es jetzt äußerlich aussieht bei einem neuen iPod. Ich habe da mal zum Vergleich nochmal den Vorgänger parat gelegt und zwar
diesen iPod in Graphit. Und das ist ja der direkte Vorgänger, die Uhr, die in vieler Munde auch so genannt wurde, die iPod-Uhr, die auch ja von vielen so getragen wurde. Das heißt, es gab ja Armbänder dafür, dass man diesen iPod als Uhr nutzen konnte. War eine sehr schöne Sache. Habe ich persönlich auch gemacht. Ich fand das halt ziemlich cool. Und nun ja, was sehen wir im Vergleich? iPod, ich bin mir nicht sicher, aber es müsste 7. Generation sein, 8. Generation oder 6. Generation, 7. Generation. Ich müsste jetzt lügen. Asche auf mein Haupt, da habe ich jetzt gerade gar nicht nachgeguckt. Aber nun gut, nennen wir es doch einfach mal aktuellen iPod und Vorgänger iPod Nano. Beim aktuellen sehen wir oben On-Off, also Standby bzw. Power-Button. Auf der rechten Seite sehen wir nichts. Auf der Unterseite sehen wir den neuen Lightning-Connector, Lightning-Dock-Anschluss und 3,5 mm Klinke für Kopfhörer bzw. Headset und Plastik in der Mitte. Auf der linken Seite sehen wir die Lautstärke-Wippe. Kann man das sehen? Doch, kann man sehen. Für lauter, leiser. Ja, auch alles in einem Guss. Und nochmal die Rückseite. Erinnert mich an die, wie hießen die damals? iPod Mini, glaube ich. Ne? Diese Dinger, die aussahen wie vom Fließband. Einfach nur zack, zack, zack abgehackt und jeder bekommt dann sein Modell. Hat so ein bisschen was von der Optik, aber somit ja auch einen kleinen, wie soll ich sagen, Kultfaktor, wieder was Klassisches, was wieder aufgenommen wird, gerade auch von der Farbe her. Und dann natürlich die Vorderseite. Was sehen wir? Ein 2,5 Zoll großes Multitouch-Display und einen, na, wie soll ich mal salopp sagen, einen Home-Button, wie man ihn ja von den anderen Apple-Devices kennt, also vom iPod Touch, vom iPad, vom iPhone und so weiter. Hat hier die gleiche Funktion. Und das Ganze nochmal eingerahmt, umhüllt, eingeschlossen von einem weißen Rahmen, um es mal ganz salopp zu nennen. So, und so viel auch zum Thema Äußerlichkeiten, so viel zum Thema Design. Und das im direkten Vergleich zum Vorgänger iPod Nano können wir schon sehen, vom Formfaktor her hat sich einiges getan. Dünner, gerade auch aufgrund dessen, dass der Clip nicht mehr vorhanden ist, ja, wie bei diesem iPod Nano. Hat nicht mehr den riesigen Dock-Anschluss auf der Unterseite, wie der Vorgänger. Und hat jetzt auch, wie ihr ja unschwer erkennen könnt, ein viel größeres Display bekommen. Das heißt, wenn man nun hier auf dem Vorgänger iPod sich Musik, Fotos Podcast, keine Videos, anschauen wollte, war das natürlich in einem sehr, naja, abstrusen Format. Viereckig, hat ja ein bisschen was Oldschool, 4:3, klassisches Fernsehformat. Wie doof, das wollen wir doch gar nicht. Deswegen das neue 2,5 Zoll Multitouch Breitbildformat in dem Sinne 16:9, könnte man schon fast sagen. Das macht natürlich Sinn, jetzt gerade auch für Videos, für Podcasts, beziehungsweise auch ganze Filme, wenn man möchte. Für Musik ist es eher Banane. Man hat vielleicht eher so die Möglichkeit, eine ja, größere Übersicht seiner Musik zu haben, also in einem Blickfeld. Aber ansonsten gibt es da keine Vorteile, meiner Meinung nach, denn Albencover sehen auf solch einem Displayformat definitiv besser aus. Aber was bietet solch ein Display oder überhaupt dieses neue Gerät, dieser neue iPod, denn sonst auch so für Vorteile und sonst auch ein Schickimicki, was da alles drin ist. Ihr wisst, vom Ding her ist dazugekommen Bluetooth. Das heißt, der iPod Nano kann jetzt auch über Bluetooth die Inhalte funken, sprich Musik funken, was natürlich Vorteile hat im Auto, bei Bluetooth-Kopfhörern oder bei Bluetooth-Lautsprechern. Ich rede nicht von AirPlay, nein, ich rede von Bluetooth. Das gibt es nämlich auch noch. Das ist natürlich eine schöne Sache, aber ist das alles? Soll ich mir genau deswegen so ein iPod Nano kaufen? Schauen wir doch mal gemeinsam rein. Wie ihr sehen könnt, wie beim Vorgängermodell, kann man auch hier die Uhransicht einschalten. Farbtechnisch kann man sich das nicht ganz frei aussuchen, denn hier sind die Hintergrundfarben bzw. Uhrenfarben auf das iPod Nano Modell beschränkt. Heißt, wenn ihr ein iPod Nano habt, der pink ist, sind die ganzen Menüauswahlen und Hintergrundauswahlen pink. Wenn ihr einen blauen habt, entsprechend blau, grün, grün und so weiter und so fort. Denn das Teil kommt ja in vielen verschiedenen Farben daher. Mein persönlicher Favorit immer noch
schwarz, denn da hat man nämlich diesen weißen Rahmen nicht vorne, denn der ist nämlich auch schwarz. Sonst bei allen anderen Farben ist nämlich diese Kiste hier vorne immer weiß. Und das finde ich persönlich nicht so gelungen. Aber über Geschmack lässt sich ja streiten. Deswegen lassen wir es an dieser Stelle. Sagen wir mal so, einen Endlock-Screen gibt es, wie gehabt, nicht beim iPod Nano. Das heißt, würde ich jetzt in der Tasche auf diesen Knopf hier kommen, oh Mist, und dann aufs Display, oh Mist, und wir sind im Menü. Und was sehen wir da? Karamba und heiliger Bimbam. Wieso sind hier plötzlich die Symbole rund? Wie ihr das ja schon hier vorhin auf diesem Sticker gesehen habt. Wieso zum Geier sind die Symbole jetzt rund? Nun, ich habe keine Theorie, ehrlich gesagt, denn es erinnert mich so unfassbar stark an die PS Vita, dass eigentlich Sony hier sagen könnte, ich verklag euch alle, ne, ihr seid alle scheiße. Ne, mal ganz im Ernst. Ich finde das vom Prinzip her nicht gelungen. Ich finde es schade. Vielleicht ist es auch Gewöhnungssache. Vielleicht hat man sich an diese abgerundet eckigen App-Symbole schon so gewöhnt, dass das hier irgendwie merkwürdig aussieht. Oder nach PS Vita, eben nach mobiler Spielekonsole aussieht. Finde ich persönlich nicht gut. Kann man drüber streiten. Ist ja Geschmack. Von daher meine Meinung. Wir sehen also auf dem ersten Screen Musik, Videos, Fitness, also die Nike Plus Geschichte schon wieder, Podcasts, Fotos, Radio, Uhr und Einstellung. So, gehen wir doch einfach nach der Reihe mal durch. Musik. Vom Aufbau her ist es ganz klassisch ein iPod, da hat sich nichts getan. Keine riesigen Effekte, keine Action-Stunts, keine nackte Frau kommt aus dem iPod raus. Nein, sondern es sieht eben aus wie ein iPod. Alt, bewährt und gut, was in Ordnung ist, was man nicht ändern braucht. Man kann es so lassen. Ich habe ein Album mal testweise raufgepackt, und zwar von Coldplay. Wie ihr sehen könnt, man kann ganz klassisch durch die Titel scrollen. Angenommen, wir nehmen jetzt, weiß ich nicht, Up in Flames, wunderbarer Song. Wunderbar emotional, meiner Meinung nach. Und man könnte jetzt, wenn man Kopfhörer drin hätte, eben hören, MP3-Player, wie man es kennt, oder das Ganze über Bluetooth ausspielen. Da oben ist ja das Symbol. Ja. Ansonsten, ihr kennt das Spulen, Repeat Genius, Shuffle oder hier direkt aus der Ansicht in die Albenübersicht reingehen, was gerade gespielt wird und bewerten, wenn man Bock hat. Na, das ist schon ein 4-Sterne-Album. Und sonst von der Navigation, hier kennt ihr das ja ganz iPod-typisch, zurückwischen, um in die vorherigen Menüpunkte zurückzukommen. Oder, wenn man eben das nicht mehr möchte, gab es ja, lass mal schauen, na, komm schon, gab es ja beim Vorgänger iPod Nano, wir reden ja immer vom Nano, ich soll eigentlich immer Nano dazu sagen, damit wir alle wissen, dass wir beim Nano sind, Nano, 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 war es ja die Möglichkeit, einfach aufs Display tippen, lange halten und Vorführeffekt, es geht nicht. Nochmal, aufs Display lange halten und zack, wir sind zurück im Homescreen. So kann man sich hier ersparen. Wie ihr sehen könnt, ist ja relativ unzuverlässig, wenn man es mal so sagen darf. Deswegen kann man beim neuen iPod Nano Folgendes machen. Einfach auf den Home-Button drücken und fertig ist die Geschichte. Ist das nicht toll? Und mit einem Double-Tap kommt man nämlich zurück in das Menü, wo man vorher aufgehört hat. Wow! Das rechtfertigt natürlich einen ganzen Knopf und einen komischen weißen Rahmen. Weiter mit Videos. Man hat nun die Möglichkeit, auch Videos zu schauen. Auf dem iPod Nano. Wieder Videos zu schauen. Es gab ja schon mal die Möglichkeit, damals bei einem iPod Nano, der ähnliche Maße hatte, um es mal so zu sagen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, auch etwas länglicher mit einer Art Click-Wheel, Touch-Wheel hieß es, glaube ich, bin mir nicht sicher. Da war es ja auch schon möglich, solche Geschichten zu machen. Und jetzt sind wir wieder in dem Formfaktor gelandet. Und wie ihr sehen könnt, Videos abspielen sieht so aus. Es ist von der Oberfläche her eigentlich der gleiche Käse, wie man sonst auch kennt von den iPods bzw. von Apple. Es ist ja kein iOS, was hier drauf läuft. Das darf man nicht vergessen. Es ist kein iOS 5, kein iOS 6 in dem Sinne, sondern der iPod Nano hat, so auch wie hier dieser iPod Nano, immer eine angepasste, wie soll ich sagen, eine angepasste iOS-Version vielleicht nicht, sondern eine extra entwickelte iPod Nano Firmware. So könnte man das in etwa nennen. Deswegen funktioniert es in etwa so, man könnte sagen, es ist das gleiche in grün so ein bisschen, ne? Nur halt eingeschränkt, keine Apps, kein App Store. Und was man sonst noch von iOS gewohnt ist, das heißt Siri oder weiß der Geier, was alles dazu gehört. Weiter mit Nike Plus Fitness. Finde ich persönlich völlig, ich will jetzt nicht, ich will nicht meckern, aber ich finde es unnötig. Aus Erfahrung
diesen Nike Plus, was auch direkt hier drauf ist und eben hier mit diesem ganzen Nike-Quatsch und man kann es hochladen auf Nike Fuel und wie das alles heißt. Es ist furchtbar ungenau, meiner Erfahrung nach. Es kann ja sein, dass ihr damit tolle Erfahrungen gemacht habt. Furchtbar ungenau, unübersichtlich und eben sehr beschränkt auf diesen ganzen Nike-Quatsch. Ihr kennt das ja auch gerade bei den Nike-Sachen. Es gibt auch diesen Adapter für den Schuh. Ich konnte mich nie damit anfreunden. Es gibt so tolle Alternativen. Jetzt nicht für den iPod Nano, aber es gibt so tolle Alternativen, gerade auch für iPod Touch, für iPhone. Um mal ganz blöd jetzt irgendein Beispiel zu nennen, von Adidas, MyCoach oder Runtastic. Ja, das sind so Apps, mit denen man auch dann laufen gehen kann oder gehen kann, die auch vernünftig, weiß ich nicht, Statistiken bieten, zuverlässigere Statistiken bieten. Deswegen will ich das hier gerne mal unter den Tisch fallen lassen. Das finde ich absolut unnötig. Podcasts habe ich jetzt nichts drauf, ist aber, muss man glaube ich nichts zu erklären. Man kann sich Podcasts angucken bzw. anhören, je nachdem, was man möchte. Fotos habe ich leider auch keine drauf, aber ihr wisst, was ich meine. Fotos anschauen, das ist jetzt ja auch keine große Kunst. Schau mal gerade, habe ich hier auf meinem iPod Nano noch Fotos drauf. Ich glaube, ich hatte mal welche drauf, aber ich glaube, nee, auch nicht mehr. Schade, hat sich das auch wieder erledigt. Nächster Punkt wäre hier Radio. Lass mal schauen. Oh, kein Radiosignal. Bitte Kopfhörer anschließen. Ja, komisch, das kennt man ja. Ich persönlich finde, es sollte eine Radiofunktion geben ohne Kopfhörer. Ja, das Problem ist dabei nur, lohnt nicht, weil kein Lautsprecher drin. Wäre jetzt aber ein Lautsprecher drin, das wäre die Gustation de Maximum, Maxima. Ihr wisst, was ich meine. Das wäre auch noch so ein Punkt nebenbei. Es gibt im iPod Nano, wie gehabt, keinen Lautsprecher. Was natürlich auch den Formfaktor im Endeffekt ausmacht, ganz klar. Aber komischerweise würde ich es toll finden oder ziemlich interessant finden, mal solch einen Lautsprecher in einem iPod Nano wiederzufinden. Ich weiß, dass Lautsprecher eine gewisse Dicke haben, wie man es auch hier eben gesehen hat. Oder wo ist mein Windows Phone? Hallo? Ach, das ist jetzt drüben. Schade. Dass sie eine gewisse Dicke haben, klar. Aber wenn Apple doch so ingenieurtechnisch immer gut unterwegs ist oder entwicklungstechnisch unterwegs ist, wäre doch mal eine Herausforderung, sowas in einen iPod Nano zu bekommen. Es muss ja nicht hier als Lautsprecher dienen. Es kann ja auch mal experimentell hinten rauskommen, der Sound. Ich weiß nicht. Ich wäre irgendwie ein Fan davon, dass man eine Funktion einbaut, dass man, sobald man den iPod umdreht, so auf den Tisch, ein Sensor darauf reagiert und den Lautsprecher hinten anschaltet und man kann sich beschallen mit Musik von seinem iPod Nano. Ist jetzt ein bisschen gesponnen, wäre doch mal aber eine feine Sache. Ich würde es begrüßen, ehrlich gesagt. Von daher, man darf ja noch mal träumen. So, weiter Uhr. Wie ich euch ja schon gesagt habe, vom Uhrdesign her gibt es ein paar Einschränkungen, das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Ihr könnt also die aktuelle Uhr euch anschauen, ihr habt eine Stoppuhr und einen Timer. Nein, ihr habt keinen Wecker da drin, warum auch, das macht hier irgendwie keinen Sinn. Hier gibt es nämlich keinen Lautsprecher, keinen Vibrationsalarm. Ihr könntet eventuell auf die Idee kommen und sagen, hey, wenn ich Kopfhörer drin habe, im Bus sitze und schlafe, will ich doch auch geweckt werden nach einer gewissen Zeit oder so. Ja gut, dafür könnt ihr dann auch hier den Timer im Endeffekt nutzen. So, hier, guck mal, habt ihr sogar Marimba-Alarm aufsteigen. Das geht damit genauso. Komm, ich will 15 Minuten in der Bahn pennen, da brauche ich keinen Wecker für. Einstellung, der letzte Menüpunkt, da können wir auch nochmal durchgehen. Bluetooth ein, ja. Keine Geräte in der Nähe. Allgemein, über, Helligkeit, Hintergrundbild, Datum und Uhrzeit, Sprache, Bedienungshilfen. Über, Firmware, okay, 1.0 PC, Helligkeit. Nicht automatisch regelbar, sondern über manuelle Einstellung, dimmt aber automatisch nach einer gewissen Zeit. Hintergrundbild. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, fuck, warum ist das so? Ihr habt also einen pinken iPod und habt folgende Möglichkeit, euer Hintergrundbild zu gestalten. Entweder pink, 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 pink oder grau. Grau, genau. Das ist schon etwas frustrierend, ehrlich gesagt. Aber gut, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Fotos sich drauflädt. Vielleicht hat man da eine Möglichkeit, noch was zu ändern, aber das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich würde auch gerne vielleicht was Blaues auswählen. Oder was Schwarzes, oder... Na gut, es ist nicht mein iPod, so viel dazu. Von daher, Geschmackssache. Datum und Uhrzeit
was soll ich dazu groß sagen, ihr kennt's. Man hat hier nochmal die Möglichkeit, das Ziffernblatt zu ändern, wenn man eben in diesem Standby-Modus sich die Uhr anschauen möchte. Und auch hier wieder das Problem, pink, 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 beziehungsweise schwarz, pink und hier, naja, weiß. Ja, schade. Oh, hier ist noch ein bisschen pink, sorry, pink und pink-weiß, ja. Limitiert auf ein gewisses Farbspektrum. Schade. Sprache, Bedienungshilfen, gut. Bedienungshilfen macht Sinn. Voice-Over für Titel vorlesen und sowas. Das ist natürlich eine feine Sache. Farben umkehren, damit man es besser erkennen kann. Für visuell Eingeschränkte, das gibt es ja auch, Home-Dreifachklick. Das ist in Ordnung, kann so stehen bleiben. Musik, was haben wir hier? Schüttelfunktion, Soundcheck, Equalizer, maximal Lautstärke, Audio überblenden und Compilations. Hier, ehrlich gesagt, nichts groß weiter zu erzählen. Das ist das, was man kennt von iPods. Video. Wiedergabe starten, alternative Audio, Legenden, Untertitel. Typische Videofunktion. Radio, was haben wir hier? Radioregion Europa, Live-Sendung. Genau, das ist noch das, was ich erwähnen könnte. Ganz vergessen, zum Thema Radio. Man kann bis zu 15 Minuten zurückspulen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. So ein bisschen wie Timeshift beim Fernsehen, Internet-TV oder was es da alles gibt. Ihr könnt dann, wenn ihr irgendwas verpasst habt, gerade von eurem Lehrer in der Schule zugequatscht wurdet, weil ihr heimlich im Unterricht Musik gehört habt, könnt ihr theoretisch bis zu 15 Minuten im Programm zurückspulen und euch den Quatsch nochmal anhören, wenn ihr Bock habt. Ansonsten könnt ihr es auch einfach sein lassen. Fotos. Diashow, wiederholen, Zufallsmodus, man kennt's. Und Reset Settings. Tja, das war's auch schon in Sachen iPod Nano. Ihr seht also zusammengefasst, die Essenz, der Kern des neuen Gerätes ist größere Touchscreen, ja, ein physikalischer Button, um schnell auf gewisse Dinge zurückgreifen zu können, ein anderes Display, also Display-Form-Faktor, um gewisse Dinge anders konsumieren zu können, wie zum Beispiel Fotos, Videos oder auch die Musik im Endeffekt, die man dort anders organisieren bzw. durchblättern kann, und auch ein anderer Formfaktor vom ganzen Gerät, dünner, länger und leichter. Unter anderem geschuldet aufgrund des neuen Anschlusses, hier der Dock Lightning Collector und natürlich neuer Technologie und Apple-Spielereien, wie man es eben kennt. Man sagt, 30 Stunden kann man mit dem Ding Musik hören, nonstop, und 3,5 Stunden Video ununterbrochen schauen, was ja für gerade für einen richtig guten Langzeitfilm und vielleicht noch ein bisschen TV-Serie oder Podcast reicht. Bei der Musik 30 Stunden, ich habe es mal getestet, also man kommt mit 30 Stunden nicht ganz hin, wenn man jetzt durchgehen hören würde, aber als normaler User, normaler Musikkonsument, was heißt normal Musikkonsument? Das wäre bei mir morgens eine Stunde, nachmittags eine Stunde, also morgens eine Stunde, nachmittags eine Stunde Musik, das heißt täglich 2 Stunden, kommt man damit gut über die Woche verteilt hin, bis man das Teil wieder an den Stecker hängen muss. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Mit Video kann ich es nicht genau aus eigener Erfahrung sagen, denn so viel Video habe ich auf dem Ding noch nicht geguckt, aber ich denke mal, die 3,5 Stunden sind realistisch. Wenn man auf 3 Stunden runtergeht, also ein bisschen großzügig ist und sagt, man geht auf 3 Stunden runter, dann sollte es passen. Also man kann definitiv einen Spielfilm komplett auf dem iPod Nano der neuen Generation sich anschauen. Nicht, dass man das wollen würde. Dafür gibt es ja eigentlich bessere Möglichkeiten. Aber man weiß ja nie. Vielleicht, wenn man gerade als Frau wenig Platz in seiner Handtasche hat und trotzdem ein cooles Gerät dabei haben möchte und einen Film schauen möchte, dann, naja, warum nicht? Dann nimmt man sich eben den iPod Nano und schaut sich einen Film an, so wie diesen hier. Gut, es ist ehrlich gesagt nur ein Trailer, so schwerelos. Für alle, die vielleicht nochmal neugierig fragen, ja, es wurde dran weitergearbeitet und naja, es gibt ja eine Homepage, da könnt ihr euch informieren und den Trailer nochmal anschauen, wenn ihr möchtet. Ansonsten war es das von meiner Seite zum Thema iPod Nano der neuen Generation. Mein Fazit, es ist ein schönes Gerät an sich. Wenn es in schwarz hier vor mir liegen würde oder in grün oder in blau, würde ich es vielleicht mitnehmen. Ja, wieso eigentlich nicht? Ich meine, es ist eine interessante Alternative zu dem Nano der Vorgängergeneration. Auch wenn es jetzt natürlich äußerlich völlig anders funktioniert. Aber was eben für mich hier so interessant ist, ist die Bluetooth-Funktion
um auch mal die Boxen im Auto oder mein Headset, mein Bluetooth-Headset damit zu befeuern. Ich habe es einmal probiert, funktioniert soweit bombastisch, klingt auch toll. Latenz, auch alles kein Thema, das ist eben ganz standardmäßig Bluetooth, wie es sich gehört. Das macht das Gerät interessant, die Bluetooth-Funktion, alles andere. Leute, es ist einfach nur ein weiterer iPod, dünner, mit einem anderen Display, entscheidet selbst, ob ihr es braucht oder nicht. Ja. Kann man auf Bluetooth verzichten, macht es der hier immer noch genauso gut. So wie von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Bis die Tage und tschüss.